denke, dass die heutige Zeit ist so anspruchsvoll, was betrifft Menge von den Informationen, dass viele Menschen, die haben das Gefühl, ich kann das nicht mehr beherrschen. Mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr. Und deshalb denke ich, dass höchstwahrscheinlich diese Arbeit als Gedächtnistrainer wird häufiger nachgefragt, dass die Leute lernen, wie sollte ich mit solcher Menge von den Informationen umgehen. Also ich denke, dass ich versuche, den Teilnehmern von meinen Seminaren, Workshops oder auch bei den verschiedenen Veranstaltungen vermitteln, wie circa unser Gedächtnis funktioniert. Absichtlich sage ich circa, weil viele Informationen, die ich habe, etwas ist rein hypothetisch von dieser neurowissenschaftlichen Seite. Und zweite Seite, das ist meine mehrjährige Erfahrung im Sport. Und ich denke, dass Geheimnis liegt daran, dass wir wieder lernen, sich entspannen, dass wir kommen zu innerer Balance. Das bedeutet für uns Fokus an Informationen, Konzentrationsfähigkeit. Und danach, was ich vermittle, ist auch der Weg, wie konnte man sich helfen, zum Beispiel durch verschiedene Gedächtnisstrategien, Lernmethoden. Und wenn man die beherrscht, und wenn man beherrscht auch verschiedene mentale Fähigkeiten, wie zum Beispiel Logik richtig anwenden beim Lernen, aber auch Visualisationsfähigkeit, Assoziation, aber vielleicht auch irgendwelche Informationen irgendwo lokalisieren durch verschiedene Strategien. Denn ich bin fest überzeugt, dass danach kommt Erfolg, das bedeutet Verbesserung der Gedächtnisleistung. Also Wirkung von diesen Gedächtnisstrategien, Lernmethoden ist so, dass im Prinzip durch Anwendung von diesen verschiedenen mentalen Fähigkeiten wie Logik oder Assoziation oder Fantasie, was habe ich schon erwähnt, aktivieren wir viel, viel mehr Vernetzung zwischen den Gehirnzellen, sogenannte Neuronen. Das bedeutet, wir aktivieren viel, viel mehr von diesem ganzen neuronalen System oder Netz. Und das ist im Prinzip unser Erfolg, dass wir lernen, wie sollten wir richtig kombinieren, diese mentalen Fähigkeiten, dass es kommt zu dieser größeren Aktivierung vom neuronalen Netz. Und das bedeutet, ich behalte die Information für längere Zeit in aktiver Form im Langzeitgedächtnis. Und unser Gehirn ist im Prinzip total genial damit, dass das, was wir nicht aktivieren, dann ist das im Prinzip abgebaut. Aber eine tolle Nachricht für alle Interessenten für das Thema ist, dass das Gehirn ist so genannt neuroplastisch. Das bedeutet, wenn ich wieder einfach trainiere, irgendwelche Fähigkeiten, wie zum Beispiel in heutigen Zeiten sind das oft zum Beispiel Vornamen, Nachnamen oder Zahleninformationen, die wir am häufigsten vergessen. Wenn wir sowas wieder trainieren, wenn wir das üben, durch Anwendung zum Beispiel von Gedächtnisstrategien oder durch verschiedene zum Beispiel audiovisuelle Systeme oder andere Systeme oder auch Art von Meditationen, dann haben wir die Möglichkeit, dass diese Verknüpfungen von den Gehirnzellen, die noch da sind, werden wachsen und sie werden sich neu verknüpfen zu den anderen Gehirnzellen und dadurch aktivieren wir wieder mehr diese neuronale Netz und das ist unser Ziel. Die Frage, wie viel Zeit sollte man investieren beim Beherrschung von diesen Lernstrategien, wie schnell kann man sich verbessern. Und das ist gerade das Besondere und Wunderschöne an dem Gedächtnistraining. Wer beherrscht diese Strategien, wird sie anwenden, das bedeutet täglich anwenden, dann diese Verbesserung kommt sehr, sehr schnell und es ist unglaubliche Verbesserung. Wir sprechen über 100%, 20%, 200%ige Verbesserung. Manchmal auch bis zu 500% können wir diese Gedächtnisleistung verbessern. Aber das bedeutet, wie bei körperlicher Tätigkeit, körperlicher Übungen, es reicht nicht nur wissen, wie sollten wir zum Beispiel Kondition aufbauen, aber das bedeutet jeden Tag trainieren. Und genauso, das ist gültig auch für Gedächtnistraining. Ich kann mich unglaublich verbessern, was die Gedächtnisleistung und sehr schnell, aber natürlich, das bedeutet einfach täglich das Anwenden.
Wenn ich einen Tipp von dem Gedächtnistraining geben sollte, dann natürlich durch mein Gehirn laufen viele verschiedene Ratschläge, durch meine Erfahrungen, das alles, was habe ich bis jetzt einfach erlebt in diesem Gedächtnissport und Gedächtnistraining. Aber ich denke, das Wichtigste ist wieder ein bisschen bewusst zu leben, kommen auch einfach auch zur Balance, dass ich mich danach besser konzentrieren kann. Und ich denke, im Alltag, was wir alle machen können, wenn wir bekommen irgendwelche neue Informationen, suchen nach Möglichkeiten, wie kann man diese neuen Informationen verbinden damit, was schon im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, als alte aktive Information. Das bedeutet, wenn ich assoziiere neue Informationen dazu, was schon da ist irgendwo im Gehirn, dann gebe ich wieder diese neue Information größere Chance, dass sie hier bleibt, die ist integriert zu diesem neuronalen Netz. Und dass sie hier bleibt für längere Zeit, hauptsächlich in dieser aktiven Form im Langzeitgedächtnis. Also bewusst leben, bewusste Wahrnehmung, Fokus und danach assoziieren. Es waren zwar 4 Tipps, aber alles hängt zusammen. Also das ist mein Ratschlag.